Liebe Online-Gemeinde überall in Deutschland, ich möchte euch ganz herzlich heute zu diesem neuen Online-Sogo begrüßen. Und euch und uns als Team erwartet heute ein ganz neues Format, auch eine Überraschung, ob das funktioniert. Und vielleicht gibt es auch Herausforderungen für den einen oder anderen. Ich sitze hier an der vereinsamten Orgel in der Kirche in Pfalz-Grafenweiler. So als Symbol dafür, dass wir Gottesdienste wieder feiern dürfen, aber durch die Corona-Beschränkungen das gemeinsame Singen einfach noch nicht möglich ist. Und deswegen möchte ich Sie heute einladen, zu Hause zu singen, mit uns als Team zu singen, jeder für sich zu Hause, Lobpreis-Gottesdienst daheim, alleine oder mit der Familie, laut oder leise, richtig oder auch vielleicht falsch. Aber auf jeden Fall mit ganzem Herzen singen vor Freude über unseren Gott, in dessen Namen wir heute unseren Gottesdienst feiern wollen. Wir haben heute was ganz Besonderes für Sie vorbereitet, für euch. Wir haben Menschen eingeladen und sie nach ihren Lieblingslobpreisliedern gefragt und diese dann anschließend aufgenommen. Und so wie in der gleichnamigen Fernsehsendung »Sing my song« wollen wir gemeinsam die Lieder singen, die andere Menschen wichtig geworden sind. Lieder, die uns, aber auch andere berühren. Lieder, die etwas ausdrücken, was wir selber vielleicht nur schwer formulieren können. Lieder, die Dankeschön sagen unserem heiligen Gott, unserem Erlöser, unserem Retter und unserem Geliebten. Wir wollen uns in sein Licht stellen und seine Liebe zu uns selber annehmen, als Gnade und als Geschenk. Oh, wie endlos überwältigend gewagt ist, wie du liebst. Oh, du kämpfst für mich und spürst mich auf, lässt 99 stehen. Ich weiß genau, dass ich's nicht verdient hab. Doch du gibst dich für mich hin. Oh, wie endlos überwältigend gewagt ist, wie du liebst. Und das wollen wir jetzt gemeinsam singen, betend, Reckless Love. Before I spoke a word, you were singing over me. You have been so, so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. You have been so, so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh,
shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. Snow wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. Snow shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. Snow wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. Snow shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. Snow wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. Über wenig wird in unseren Gemeinden so viel diskutiert, gestritten, wie über die Musik. Und die Orgel hinter mir symbolisiert so diese Diskussion für mich. Für die einen ist es ein veraltetes, eingestaubtes Instrument aus der Vergangenheit. Für die anderen Menschen ist es ein himmlisches Instrument, die legitime Begleitung der Engelschöre und ein ganz essentieller, ein zentraler Bestandteil eines Gottesdienstes, dem heiligen Gott die Ehre gibt. Und bei den Liedern und Liedtexten geht es genauso weiter. Für manche haben nur die über Jahrhunderte überlieferten Choräle mit ihren zum Teil sehr tiefen theologischen Aussagen das Recht, Gott zu loben. In diesen Chorälen spüren die Menschen Gottes Heiligkeit, seine Größe. Moderne Lieder sind ihnen viel zu simpel oder zu sehr auf die eingängigen Melodien fixiert und manchmal auch theologisch fragwürdig. Anderes wiederum sagen, die Choräle, das ist eine Sprache, die verstehe ich gar nicht. Das kommt aus einer ganz anderen Zeit. Viele Begriffe haben ihre Bedeutung vielleicht geändert. Sie kommen aber zumindest viele Begriffe im Sprachschatz der Jüngeren eigentlich nicht vor. Macht es denn überhaupt Sinn, dass man was singt, was man überhaupt nicht versteht, was es bedeutet? Choräle vermitteln oft sehr tiefe theologische Inhalte. Das war in der Zeit, als die Choräle entstanden sind, ein ganz zentrales Element, Gottes Botschaft an die Menschen auch zu vermitteln. Choräle sind von den älteren Mitbrüdern und Mitschwestern auswendig gelernt worden. Das ist ein Stück Heimat für sie geworden. Für viele sind die modernen Texte aber drücken die Beziehung aus zu unserem lebendigen Gott als lebendige Beziehung. Und die Texte, das sind oft die eines Liebenden, der verzweifelt versucht, diese Gefühle in Worte zu fassen, wohl wissend, dass ihm das eigentlich gar nicht gelingen kann. Und dann gehen die Diskussionen weiter, singen wir Deutsch, singen wir Englisch. Ich könnte da lange weitermachen. Ich habe oft das Gefühl, dass bei allen Diskussionen und Meinungsverschiedenheiten eigentlich das Ziel verloren geht, dieses Lobpreises. In der ganzen Bibel habe ich überhaupt keinen Vers gefunden, wo drin steht, dass das Heil und die Erlösung an der Form des Gebetes abhängig ist. Und das sind nämlich diese Lieder, gesungene Gebete, Choräle, Lobpreislieder und die Psalmen, alles gesungene Gebete. Und wenn wir darüber Einigkeit haben, wenn darüber Einigkeit besteht, dann darf die Form des Gebetes
nicht zum Streit oder sogar zu einer Trennung von Gemeinden führen. Luther sagt einmal, das Gebet ist ein Reden des Herzens mit Gott. Und das ist ein sehr persönlich und deswegen ist die Form des Gebetes auch sehr persönlich. Und deswegen wollen wir heute miteinander gemeinsam, jung und alt, unseren heiligen Gott loben, preisen, ihm danken, ihn bitten, mit ihm reden und ihn erleben. Lasst uns dies heute mit Liedern und Worten tun, zusammen, gemeinsam verbunden in dem einen Gott, in dem einen Haupt, ihm zur Ehre. Das ist für mich Gottesdienst. Wir hören jetzt einen Liedblock und persönliche Zeugnisse von Menschen unserer Gemeinde. Und ich lade Sie nochmal herzlich ein, mitzusingen. Vor ungefähr einem Jahr war ich in Brasilien mit einer Gruppe voll Jugendlichen. Und dort durfte ich Jesus das erste Mal so richtig persönlich erleben. Und ich habe auch gemerkt, das hat eine Auswirkung auf meinen Alltag. Das ist ein Fundament in meinem Leben. Da bringt mich nichts mehr so schnell davon ab. Und auch jetzt während Corona, während man so viele Fragen auch hat, wie es weitergeht. Und da durfte ich wirklich merken, wie Jesus mich trägt und dass ich mich absolut auf ihn verlassen kann. Und darum geht es jetzt auch in dem nächsten Lied, das heißt Trust in You, also ich vertraue auf dich. Letting go of every single dream, I lay each one down at your feet. Every moment of my wandering never changes what you see. I've tried to win this war, I confess. My hands are weary. I cry.
wenn überlege, welches Lied wohl zum Thema Lobpreis und zu mir passt, habe ich einige Liederbücher in der Hand, Kit, und bin mit dem Lied Jesus berühre mich fündig geworden. Weil es schon 20 Jahre alt ist, habe ich mich zuerst nicht getraut, aber habe es jetzt doch rausgesucht. Denn es berührt mich nach 20 Jahren noch genauso wie nach dem ersten Mal singen. Vermutlich kennen die meisten Leute das Lied. Darin geht es um eine oder um die Begegnung mit Jesus. Dazu benötigen wir keine besonderen Voraussetzungen, weder an unsere Optik, an unseren Perfektionismus, an unsere aktuelle Geisteshaltung oder an irgendwelche andere Ansprüche. Im Gegenteil, genau wenn wir nicht würdig sind, wenn wir uns nicht so fühlen, dürfen wir zu Jesus kommen. Es reicht für uns und für mich, unseren Blick auf Jesus auszurichten. Die Verse beschreiben dies mit dem Saum deines Gewandes, dem winzigen Augenblick, dem einen Wort aus deinem Mund oder einem einzigen Tropfen aus dem Kelch. Was dann folgt, ist ungeheuerlich und für mich oft erfahrbar und für jeden als Zusage Gottes zum Sehr. Mir dürfe Zeitkraft spüren, meine Seele darf wieder gesund werden. Unsere Quelle wird überfließen und wir sind mit Jesus verbunden. Im ersten Teil vom Refrain wird diese Bitte beschrieben mit diesen Worten. Berühre mich, hole mich ab zu dir, nimm mich an deiner Hand in deine Gegenwart. Der zweite Teil, der hat es alles schon erlebt und mein Herz darf wieder ganz neu brennen. Die Bridge ist genau wie für mich geschrieben. Ich bin oft weit weg von Jesus, zumindest denke mir es oder habe manchmal solche Befürchtungen. Genau. Doch er nimmt mich trotzdem so an, wie ich bin. Und ich merke es in dem Lied, er zieht mich zu sich, weil er jeden einzelnen Menschen, dich und mich, liebt. Das dürfen wir in diesem Lied immer wieder neu spüren und erfahren. Nur den Saum deines Gewandes, einen Augenblick berühren und die Kraft, die von dir ausgeht, tief in meinem Innern spüren. Nur ein Blick aus deinen Augen, nur ein Wort aus deinem Mund und die Heilungsströme fließen, meine Seele wird gesund. Jesus, berühre mich, hole mich ab, öffne die Tür für mich, nimm mich an deiner Hand, entführe mich in deine Gegenwart. Jesus, ich spüre dich, strecke mich aus nach dir, berühre dich und mein Herz brennt von neuem nur für dich in deiner Gegenwart. Nur ein Stück vom Brot des Lebens, nur ein Tropfen aus dem Kelch, dann bin ich mit dir verbunden und mein Hunger wird gestillt. Nur ein Schluck vom Strom des Lebens, von dem Wasser, das du gibst, und die Ströme werden fließen aus der Quelle tief in mir. Jesus, berühre mich, hole mich ab, öffne die Tür für mich, nimm mich an deiner Hand, entführe mich in deine Gegenwart. Jesus, ich spüre dich, strecke mich aus nach dir, berühre dich und mein Herz brennt von neuem nur für dich in deiner Gegenwart. Herr, ich bin nicht würdig, bin oft so weit weg von dir, doch in deiner Liebe kommst du auch zu mir. Jesus, berühre mich,
Hole mich ab, öffne die Tür für mich. Nimm mich an deiner Hand, entführe mich in deine Gegenwart. Jesus, ich spüre dich, strecke mich aus nach dir, berühre dich, und mein Herz brennt von neuem nur für dich in deiner Gegenwart. Herr, ich möchte dich anbeten, dir Dank sagen, dass du mich gesucht und gefunden hast. Gesucht und gefunden, als ich noch Sünder war, als ich dich noch nicht kannte, als ich nur von anderen von dir gehört habe. Gesucht und nachgelaufen, mir, der ich immer fortgelaufen bin. Gesucht aus Liebe zu mir. Du hast schon immer den Menschen in mir gesehen, der ich sein könnte, den du geschaffen hast zu deinem Bilde, mit dem du Gemeinschaft haben wolltest. Herr, ich möchte dich anbeten mit den vielen anderen, die du auch gesucht und gefunden hast. Ich möchte dir danken für die neuen Geschwister, Brüder und Schwestern mit ihrer Liebe, mit ihren Gaben, mit ihrem Trost und mit ihrer Anteilnahme. Und zusammen mit den Engeln wollen wir dir unser ewiges Halleluja singen. Halleluja, preis den Herrn. Amen. Wenn ich, manchmal geht es mir so, dass ich nicht weiß, was ich beten soll, und dann höre ich Worship und spreche das dann bewusst aus zu Gott. Und zurzeit höre ich voll gern mein Gott ist größer an, und ich finde, das ist so ein ermutigendes Lied, dass Gott einfach größer ist als alles andere auf dieser Erde, dass er größer als Hass, als Wut, als Lüge und einfach auch als Angst ist. Und es passt ja auch jetzt ganz bewusst zu dieser Zeit und einfach auch individuell für jeden, privat passt das ja auch immer wieder. Und das macht mir einfach Mut auch, dass Gott mich so nimmt, wie ich bin, und dass er einfach der Sieger von der Ewigkeit ist. Egal wie hoch der Berg, egal wie stark der Feind, ich weiß, mein Gott hat gesehen, wie hoch die Mauern sind und Sorgen mich bedrängen. Ich weiß, alle Ketten zerspringen. Lehre mich immer mehr zu verstehen, wer du bist. Die Gewissheit tief in mir, dass du der Sieger bist. Ja, ich weiß, Gott wird es größer. Meine Kämpfe, er ist Sieger.
bist größer als Lüge, größer als Hass, größer als Tod und Gewalt, größer als jeder Umstand, größer als Angst. Mein Gott ist der Größte. Mein Gott ist größer als Lüge, größer als Hass, größer als Tod und Gewalt, größer als jeder Umstand, größer als Angst. Mein Gott ist der Größte. Mein Gott ist größer als Lüge, größer als Hass, größer als Tod und Gewalt, größer als jeder Umstand, größer als Angst. Mein Gott ist der Größte. Mein Gott ist der Größte. Mein Gott ist der Größte. Mein Gott ist größer, er hält alles in der Hand. Und ich weiß, er kämpft meine Kämpfe, er ist Sieger in Ewigkeit. Mein Gott ist größer. Mein Gott ist größer. Ich habe mir das Lied Tremble ausgesucht, weil es für mich eine richtig schöne Message hat und gut in Worte fasst, wie gut es Gott mit uns meint und wie gut er ist, dass er mich in Stürmen hält und meine Hand hält und mich nicht loslässt und ich gerade in solche Zeiten ganz bewusst auf Gott vertrauen kann und auch auf den Zuspruch, dass er meine Ängste sieht und zum Schweigen bringen will und meine Berge an Sorgen und Zweifel vor seinem Angesicht erschüttern. Und ja, ich bin mega dankbar dafür, dass ich glauben darf, dass er schon für mich gewonnen hat und er mich trägt und einfach so viel größer ist als das, was ich sehe. Peace, bring it all to peace. Storms surrounding me, let it break. At your name, still call the sea to still. The rage in me to still every wave. At your name, Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus, you silence fear. Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus, breathe, call his bones to live, call his lungs to sing. Can't deny. Your name cannot be overcome.
Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus, the silence fill. Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus. Eines meiner Lieblingslieder ist das Lied »Geh aus mein Herz und suche Freud« von Paul Gerhardt. Mir gefällt die Anrede an das eigene Herz. Geh aus und suche Freud an deines Gottes Gaben. Es gibt manches, was mir das Herz schwer machen will. Da fordert mich das Lied auf. Geh heraus aus der Enge der Räume und dem, was dich belastet. Wenn ich dann in den Garten oder in die Natur gehe und Gottes Schöpfung betrachte, kann ich nur staunen und danken. Gott hat die Natur für mich mit so viel Schönem geschmückt zu meiner Freude. Dann tritt alles Negative in Hintergrund. Und weil ich Teil dieser Schöpfung, dieser wunderbaren Schöpfung bin, kann ich nicht anders, als Gott zu loben und zu danken und anzubeten und zu seiner Freude zu leben. Dann wird der Vers 14 auch zu meinem Gebet. Mach in mir deinem Geist hier Raum, dass ich dir werd ein guter Baum, und lass mich Wurzel treiben. Verleihe, dass zu deinem Ruhm ich deines Gartens schöne Blum und Pflanze möge bleiben. Wenn Gott uns hier auf dieser Erde mit so viel Schönheit beschenkt, wie herrlich wird's erst im himmlischen Garten sein? Für mich ist so ein leuchtender, warmer Sommertag mit Blumen, mit Farbe, mit Düfte und Früchte ein Vorgeschmack auf das ewige Leben. Thank you.
gerade haben wir gemeinsam mit dem Gesaunenchor gesungen, Geh aus mein Herz und suche Freud in dieser schönen Sommerzeit. Wir sind am Ende dieses Gottesdienstes angekommen und jetzt wollen wir diese Freude hinaustragen in die Welt, so wie wir es gerade eben gesungen haben. Wir wollen Freudensträger sein und Friedensträger werden, ein Licht in dieser Welt. Und dazu segne uns der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, dass er uns reichlich schenke Liebe, die überfließen kann und zu einem Strom wird, dass er uns die Kraft schenke, die notwendig ist, um in seinem Reich zu arbeiten, und dass er uns eine Gemeinschaft der Ermutigung und Wertschätzung schenke, damit wir schon jetzt den Glanz unserer zukünftigen Heimat erahnen dürfen. Amen. Und nun geht hinaus in die Welt als Friedens- und Freudensträger. Amen.